Domian, das 1Live-Talkradio, 0800 5678 111, im WDR-Fernsehen und bei 1Live, 0800 5678 111. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind 4 Minuten unter uns hier im Radio und dann kommt das Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Ja, und die erste Anruferin heißt Olivia. Ja. Stimmt, ne? Ja. 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Olivia. Um was geht's? Ich hatte also gestern versucht anzurufen und es geht halt darum, dass ich seit 2,5 Jahren in einer lesbischen Beziehung bin. Seit anderthalb Jahren. Und dass außer meinem besten schwulen Kollegen eigentlich so weit keiner weiß. Und die Freundin. Ja, natürlich. Und die Freundin. Mhm. Lebst du zu Hause noch? Nein, ich habe eine eigene Wohnung. Mhm. Bist du berufstätig oder noch Schülerin? Ich bin Schülerin, lebe von der Sozialhilfe und arbeite halt tagsüber auf dem Friedhof. Am Friedhof? Ja. Was machst du da? Friedhofsgärtnerei. Ach so. Grabpflege und so halt. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Eigentlich sehr gut. Ja. Das ist nur, ich weiß nicht, wie sie darauf reagieren würden, weil so umfeldmäßig halt nichts mit Schwulen oder Lesben zu tun. Keine von beiden. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch 2 kleinere Geschwister. Also das Problem ist, oder die Frage stellt sich, outen oder nicht outen? Ja. Wenn ja, wie? Bei wem? Und wann, ne? So in der Richtung. Ja. 1,5 Jahre eine Freundin. Ist schon eine gute Zeit, ne? Ja, ist eine schöne Zeit. Eine schöne Zeit, ja. Ja, doch. Und alles läuft völlig geheim. Ihr versteckt euch eigentlich. Ja, ich verstecke mich. Ach, sie ist auch offener damit. Ja, zumindest was ihr Umfeld angeht. Ja. Also ihr Freundeskreis und ihre Familie. Ich glaube ja, Olivia, dass man das nur eine gewisse Zeit machen kann und vor allen Dingen machen soll. Mhm. Am besten sollte man es gar nicht machen, wenn man sich sicher ist, wo es lang geht. Ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass es einem selbst als Schwuler oder als Lesbe immer besser geht, wenn man es ausgesprochen hat und wenn die zumindest erstmal die nächste Umgebung darüber Bescheid weiß. Du hast für dich einfach ein besseres Gefühl und es gibt nichts Bescheuerteres als dieses sich verstecken und schauspielen müssen und so weiter. Ja, das ist so einfach gesagt. So. Ich weiß nicht, es ist einfach gesagt. Und irgendwann musst du es auch einfach sagen. Ohne lange Vorreden, sondern, pass mal auf, Mama, ich bin lesbisch. Dann bricht bei der Mama wahrscheinlich erstmal eine Welt zusammen. Wahrscheinlich. Ja, aber da wird die Mama sich mit abfinden müssen. Und wenn die Mama dich wirklich lieb hat und die Eltern, dann werden die das über kurz oder lang, hoffe ich sehr, dann auch akzeptieren. Hoffe ich. Ich weiß nicht, also ich habe auch ein bisschen Angst, das aufs Spiel zu setzen, weil da gibt es eine kurze Vorgeschichte zu. Und zwar habe ich 3 Jahre überhaupt nicht zu Hause gewohnt und hatte auch so groß keinen Kontakt. Bin halt mehr oder weniger in der Weltgeschichte rumgebummelt. Mhm. Und das baut sich halt alles so im letzten Jahr jetzt so alles wieder auf. Mit den Eltern? Ja, mit den Eltern, mit den Geschwistern und auch so überhaupt der ganze familiäre Umkreis. Umso besser, jetzt dann auch wirklich ganz, ganz offen zu sein und ganz, ganz ehrlich da reinzugehen. Olivia, der Fall ist mir so klar, dass wir da gar nicht drüber diskutieren müssen, finde ich. Mhm. Das musst du einfach tun. Und du bist ja im selben Jahr, du bist ja selbst da ja auch im Klaren drüber, was mit dir los ist und was du bist. Und, das ist ja gar nicht mehr die Frage. Die Frage ist jetzt, trage ich es nach außen? Lebe ich mein Leben ganz selbstverständlich? In Selbstverständlichkeit? Ich sage ja und ich würde sagen, so schnell wie möglich. Mhm. Ich garantiere dir, du wirst es mit Sicherheit nicht bereuen, das zu tun. Ich spreche aus Erfahrung. Also. Olivia, mach es und meld dich bei mir doch nochmal. Ja, klar, gerne. Und ich wünsche alles Gute. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das Fernsehen sitzt in den Startlöchern. Das heißt, der Vorspann läuft. Jetzt warten wir noch ein paar Sekunden
Und dann geht's los. Dann begrüße ich die Fernsehzuschauer ganz herzlich. Ja, ihr Lieben, Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir bitten, die kleine Verspätung zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer freien und offenen Themennacht. Und solltet ihr zufällig heute zum allerersten Mal hier reingezappt sein in diese Sendung, eine freie Themennacht heißt, dass ihr hier anrufen könnt unter der Nummer 0800 5678 111 und einfach reden könnt, euch mit mir unterhalten könnt, egal über welches Thema. Das kann was ganz Intimes sein, es kann etwas Gesellschaftliches sein, es kann was Politisches sein, egal. Also wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an. Ich freue mich darauf und bin gespannt und bin jetzt auch gespannt auf einen Menschen namens So. Stimmt das? Der Mensch namens So hat aufgelegt. Ich weiß auch gar nicht, ob das richtig ausgesprochen war. Wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen und vor Schreck hatte er oder sie aufgelegt. Nicole, das geht einem doch schon gleich einfach über die Lippen. Nicole, 20 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's, Nicole? Ja, ich sehe Gespenster. Du siehst Gespenster? Ja. Wow. Erzähl es uns. Alles. Ja, das hat vor meinem 9. Lebensjahr angefangen. Was? Mit dem 9. Lebensjahr? Nee, schon davor. Vor dem 9. Vor meinem 9. Ja. Wieso sagst du gerade die Zahl 9? Du kannst doch sagen vor meinem 8. Ja, oder vor meinem 8. Also als Kind hat es schon angefangen. Ja, genau. Ja. Und, ja, ich weiß nicht so, wie ich das so definieren soll. Ich bezeichne es eben halt als Gespenster. Gut, dann frage ich mal ein bisschen konkreter. Was genau siehst du denn? Ja, Menschen, die sich gegenseitig umbringen oder da einfach dastehen und ein Loch im Kopf haben und so. Die siehst du so einfach durch die Welt gehen? Ja. Oder stehen? Ja. Auch am Tage oder auch abends? Am Tag, ja. Also das kann sein, dass du im Supermarkt bist und da steht neben dem Bierregal steht ein Mensch mit einem Kopfschuss, oder wie? Ja. Und nur du siehst den und kein anderer? Nur ich, ja. Klingt so ein bisschen wie aus einem Film, ne? Ich habe mal so einen Horrorfilm gesehen. Da gab es so die Welt der Toten, die gingen alle irgendwie so rum und fast niemand konnte die wahrnehmen. Nur einer, glaube ich, der Hauptdarsteller. Mhm. Kennst du den Film? Nee, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Ist das immer so, dass du diese Personen siehst? Ja, immer durchgehend. Aber das ist doch grauenhaft. Ja. Ich wundere mich, mit welcher Normalität und welcher Haltung du das erzählst. Wenn ich immer irgendwelche grauseligen Gestalten sehen würde, egal wo ich bin. Mhm. Auch jetzt zum Beispiel in deinem Zimmer ist auch jemand? Ja. Wer genau ist jetzt bei dir? Erzähl mal. Also aus Fleisch und Blut ist mein Freund hier und ansonsten ist hier noch einer, der da eben halt mit dem Kopfschuss steht. Mit was steht? Überströmt. Blut überströmt. Was sagt denn dein Freund dazu? Ja, er weiß das und versucht mir auch immer einzureden, dass sie mir eben halt nichts tun können. Mhm. Nur die Angst ist eben halt immer da, dass sie mir doch irgendwas tun oder meinem Freund was tun. Aber du hast mit diesen Gestalten noch nie geredet? Nee. Gar nicht. Die sind einfach irgendwie so da und ignorieren dich. Nee, ich ignoriere sie. Und du ignorierst sie. Ja. Glaubst du, dass das wirklich real so ist oder glaubst du, dass das irgendwie in deinem Geist, in deinem Inneren, in deiner Seele so passiert? Ich weiß das nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht, wodurch das alles angefangen hat, weil von meinem 7. Lebensmonat an bis zu meinem 9. Lebensjahr fehlt mir jegliche Erinnerung. Ach so. Daher, kann mich an nichts erinnern. Ach, daher sagtest du gerade mit dem 9. Lebensjahr, genau. Was mich sehr stutzig gemacht hat. Wie, da fehlt dir die Erinnerung? Wie? Ich kann mich an nichts mehr erinnern, was da in der Zeit war. Mhm. Bist du normal in einer Familie aufgewachsen? Nee, ich bin mit 7 Monaten adoptiert worden. Ja. Und mit 9 bin ich eben halt schon wieder ins Heim gekommen. Ja. Und du weißt gar nicht, was da in dieser Pflegefamilie passiert ist? Nee, nicht so richtig, nein. Ja. Macht dir das nicht Angst? Ja, ich würde das auch gerne herausfinden. Mhm. War auch schon am Überlegen, zu einem Psychologen zu gehen, der eben halt hypnotisieren kann. Naja, das muss er vielleicht nicht gerade tun. Oder das eben halt... Pass mal auf, Nicole. Das klingt im ersten Moment
kann man sagen, ein bisschen albern, was du da gesagt hast. Ich sehe da irgendwelche Monstergestalten um mich herum. Aber ich nehme das schon sehr ernst. Weil ich also fast ganz sicher bin, dass das irgendwas damit zu tun hat mit deiner Zeit bis zum 9. Lebensjahr. Ich habe fast die Vermutung, ich weiß es nicht, dass da irgendetwas sehr Schlimmes passiert ist. Dass du so traumatisiert bist, dass du so einen Schock bekommen hast damals, dass du heute, wo du 20 Jahre alt bist, noch immer so diese Fantasie, diese Wahnvorstellungen hast. Und ich würde dir auch ganz, ganz dringend raten, zu einem guten Psychologen zu gehen. Und wie du einen guten Psychologen findest, das erfährst du von uns. Ich habe nämlich hier eine sehr gute Psychologin im Hintergrund bei mir, die heißt Anna. Und wenn du jetzt auflegst, dann ruft Anna dich an und dann könnt ihr beide das genauer noch besprechen. Ja, wollen wir so verbleiben? Ja. Dann wünsche ich alles Gute und du legst bitte auf und die Anna ruft dich an. Okay, gut. Tschüss. Tschüss. Ha, da ist der Mensch mit dem seltsamen Namen wieder von gerade. So. Ja. Spricht man das so aus? Nein, Zoe. Zoe. Weil hier steht auf meinem Computer Zoe, aber so spricht man es natürlich nicht aus. Zoe, eine Frau. Ja. Eine junge Frau von 20 Jahren mit einem sehr schönen Namen. Jetzt erzähl mir kurz noch, woher der Name kommt. Das klingt so afrikanisch, oder? Na, ich weiß nicht. Meine Mom wollte ausgefallene Namen haben. Also eigentlich kommt sie aus Indien, aber weiß auch nicht. Sie fand ihn anscheinend schön. Ja, ist er auch. Mir gefällt er. Um was geht's? Ja, also Obertitel wäre bei mir Ungerechtigkeit. Mhm. Inwiefern? Fühlst du dich ungerecht behandelt? Ja, vom Gesetz eigentlich. Aha, inwiefern? Ja, es geht darum, 99 war ich mit jemandem zusammen und man hat sich halt nicht mehr so verstanden, weil ich habe jedem Mann, sage ich eigentlich, Entschuldigung, wenn ich einen Mann einmal schläge, dann gehe ich weg, dann verliert er mich. Ja, so. Und das hat er dann gemacht und also ein Ersatz war aus Affekt. Aber das glaube ich ihm nicht, weil er mich dabei angeschaut hat. Mhm. So, und dann musste ihm natürlich bewusst werden, was er am Anfang gar nicht begreifen konnte, dass ich mich von ihm abgewandt habe und auch wirklich nichts mehr von ihm wissen wollte. Mhm. Also du warst mit diesem Mann zusammen. Mhm. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Ungefähr ein Jahr, 13, 14 Monate. Ein Jahr. Und vorher ist sowas nie passiert? Keine Gewalttätigkeiten? Nein, deswegen war ich auch so erschrocken. Und dann einmal ist es passiert, war er da alkoholisiert oder war er? Nein. Wir waren in der City und sind von der U-Bahn hochgelaufen. Er war ein paar Stufen über mir und er muss wohl geträumt haben. Ich wollte ihn anschubsen, ihm was sagen, dann dreht er sich um und bam, kriege ich voll die Schelle ins Gesicht. Ja, und, also es gab nicht mal, also das wäre keine Rechtfertigung, aber ich sage, es gab nicht mal einen Streit oder eine Auseinandersetzung zwischen euch beiden. Nein. Aber es geht ja damit eigentlich weiter. Es ist ja nicht der Hauptpunkt jetzt, sondern wo er begriffen hat, dass er mich nicht mehr wiederhaben kann, ist er so psychopathisch geworden. Ich weiß auch nicht, das war auf einmal so plötzlich. Und dann hat er immer denselben Satz gesagt, wenn ich dich nicht haben kann, dann darf dich keiner haben. Den habe ich natürlich am Anfang nicht für voll genommen. Mhm. Da hat mir gesagt, ja, red mal weiter. Mhm. Und dann hat er das wirklich versucht zu verwirklichen. Ja, Wie hat er das versucht? Er wollte dich umbringen? Ja, er wollte mich umbringen. Wie hat er das versucht? Ja, ich bin in den Keller gegangen, weil ich für meine Eltern einkaufen gehen wollte, weil mein Fahrrad ist immer im Keller. Dann stand er auf einmal schräg neben mir, hinter mir und hat gefragt, ob er mitkommen kann. Mhm. Da habe ich gesagt, nein, ich möchte alleine gehen. Mhm. Da wart ihr aber auch schon getrennt. Ja, waren wir schon getrennt. Er hat halt immer noch versucht, mich wieder zurückzukriegen. Ja. War keine Chance. Ja. Und dann ging das alles so schnell. Er hatte ein Bandana um den Arm. Das ist so ein Halstuch, was Damen so, weiß nicht, fand er wohl toll. Mhm. Und damit hat er versucht, mich zu erwürgen. Und wie weit ging das dann? Ja, der ganze Akt ging, glaube ich, eine Viertelstunde. Du hattest das Halstuch schon um den Hals. Ja, also es ging alles so furchtbar fix. Ich wollte das Fahrrad oder ich habe aufgeschlossen und dann auf einmal hatte ich den Hals zu im Endeffekt. Horror. Und ich konnte nicht atmen in dem Moment. Und in dem Moment kamen mir die Sekunden auch so furchtbar langsam vor, wie in einem super Zeitlimit. Durch was hat er denn von dir abgelassen? Hat er von sich aus oder kam irgendjemand dazwischen? Ich musste auf seine Psyche eingehen. Er hat ja nach dem Versuch, das Licht war ja auch zum Beispiel aus. Ich konnte ja auch noch nichts mal sehen. Mhm. Und eingesperrt hat er mich ja anscheinend auch mit sich. Ich weiß noch nicht, wann er das gemacht hat. Und wie eingesperrt hat er? Im Keller. Ach so. Im Keller hat er einen eingesperrt, damit ich auch nicht rauskomme. Bruder, wie kannst du in der Situation, du siehst nichts, du hast ein Tuch um den Hals, wie kannst du da auf deine Psyche einwirken? Das war dann danach, weil währenddessen
Ich dachte als erstes, es ist nichts weiter passiert. Gut, er hat versucht, mich zu erwürgen, war ich natürlich verärgert. Ja, aber nee, die Frage ist ja, wie und warum hat er von dir abgelassen? Warum hat er dich nicht erwürgt? Ich habe ihm das gesagt, was er hören wollte. Aber du kannst doch nicht reden, wenn dir die Gurgel zugedrückt wird. Ja, es war ja auch ein ganzer Kampf. Es war ja nicht nur ein Erwürgen. Ich habe ihn dann über mich rübergeworfen. Ah ja, verstehe. Eine richtige Auseinandersetzung war es, ja. Genau. So, jetzt ist aber der Oberbegriff, hast du gerade gesagt, Ungerechtigkeit. Ja, na, es ist Ungerechtigkeit deswegen, weil man ihn logischerweise angezeigt hat und er hat so eine lächerliche Strafe gekriegt. Das ärgert mich maßlos. Da sage ich mir, wozu gibt es das Gesetz überhaupt? Ja. Wie ist denn die Strafe ausgefallen? 13 Monate auf Bewährung. 13 Monate auf Bewährung. Er hat muss noch Geld wegen Körperverletzungen so bezahlen, aber ich sag mal, nackten Mann kann man nicht in die Tasche fassen und das wird ja ewig so machen. Hat er dich denn dann, als die Anzeige schon am Laufen war, hat er dich dann wenigstens in Ruhe gelassen und bis heute in Ruhe? Lässt er dich bis heute in Ruhe? Er lässt mich in Ruhe, ja. Nur am Anfang hat er natürlich immer so versucht, ach, es tut mir ja so leid und mit seinem Hundeblick und sowas alles, das mich ja völlig kalt gelassen hat. Weil er hat es mir mal bewusst getan und so, das ist keine Entschuldigung für mich. Was meinst du, wie viele Leute dir jetzt gerade recht gegeben haben in dem, was du gesagt hast? Und jeder von uns, wir kriegen das ja fast täglich präsentiert in den Zeitungen, jeder von uns weiß Beispiele, wo wir uns alle die Haare raufen und denken, das kann doch nicht wahr sein, dass das ist passiert und derjenige kriegt nur so und so viel Strafe. Ja. Und wer denkt an die Opfer? Wer denkt an die Menschen, die schlimmste Dinge mitgemacht haben? Du hast auch schon was Schlimmes mitgemacht, du hattest Todesangst. Ja, vor allen Dingen mit was für Argumente die kamen, ja. Das Ganze lief ja über 2 Jahre und dann haben sie auch noch das Argument gebracht, ja, er ist ja in den 2 Jahren ja artig gewesen, sage ich mal jetzt. Und dann kann man ihm das ja auch gut anrechnen. Und da ihm sein Anwalt auch noch geraten hat, das alles zu gestehen, hat er auch noch auf mildernde Umstände gekriegt. Dann hatte ich auch einen ganz klasse Richter, der meinte, na, es kann ja nicht so schlimm gewesen sein. Und also er hatte wirklich alle auf seiner Seite, hatte ich das Gefühl. Ich hab mich schon fast als die Schuldige gefühlt, ja. Also, Es gibt, wie gesagt, ein Riesenberg von solchen Fällen und ich habe den Eindruck, dass es immer mehr wird und immer wieder passieren solche Sachen, wo wir wirklich empört sind. Alle, glaube ich, die meisten Leute, wenn man eine Umfrage machen würde, wären 80-90% der Leute empört. Was fändest du denn, wär die richtige, die angemessene Strafe gewesen, wenn du jetzt so einen Vorschlag machen könntest? Ui, ich glaube, ich würde ihn auf jeden Fall gerne hinter Gittern sehen, ja. Wie lange? Also 5, 10 Jahre oder so. Also ich. Das wäre schon sehr hart, ja. Weil ich es unmöglich finde, weil ich sag mal, man muss ja doch irgendwie in der Psyche was haben, wenn man in der Lage ist, jemanden umzubringen. Aber was meinst du, Suel, bei dir ist es ja noch gut gegangen, wir wollen froh darüber sein. Wie gering manchmal die Strafen ausfallen, wenn wirklich ein Mensch getötet worden ist? Wenn wirklich ein Mensch umgekommen ist? Oder wenn ein Kind umgebracht worden ist? Da gibt es ja manchmal auch Urteile, wo man es auch nicht glaubt. Also du bist empört darüber, verstehen wir alle. Und ich glaube, wir als Bürger können da natürlich nicht viel machen, aber man kann zumindest das immer wieder in die Öffentlichkeit bringen und immer wieder thematisieren. Vielleicht setzt da schon noch ein anderes Denken so langfristig ein. Insofern steht der Tropfen, höhlt den Stein. Abwarten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Sie klang ja so ein bisschen nach Berlin, ne? Das habe ich vergessen zu fragen. Philipp, 17 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Philipp, um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich eben um etwa 10:30 erfahren habe, dass meine Mutter eine Affäre hat. Wer hat dir das denn erzählt? Das hat mir keiner erzählt, sondern ich habe das durch Zufall in ihrem Handy rausbekommen. Und das war nämlich so, ich wollte einer Freundin eine SMS schreiben, hatte aber auf meinem Handy kein Guthaben mehr. Und dann wollte ich von ihrem Handy halt eine SMS schreiben, habe sie gefragt, ob ich darf, war kein Problem. Und dann bin ich halt auf SMS-Eingang gegangen, weil ich hatte vorher sowieso schon immer den Gedanken, dass da irgendwas vielleicht laufen könnte. Warum? Woher kam der Gedanke? Ja, es ist mein kleiner Bruder, ist im Fußballverein und meine Mutter engagiert sich da auch sehr. Aber jetzt seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr zumindest, ist sie fast jeden Tag oben beim Fußball, egal ob mein kleiner Bruder Training hat oder nicht, ist sie immer auf dem Sportplatz. Und das habe ich mir überlegt, kann eigentlich nicht sein. Und die geht zum Telefonieren mit ihrem Handy in den Keller. Aha, also es gab schon Indizien, die so ein bisschen dich misstrauisch gestimmt haben. Ja. Wohnt ihr als Familie zusammen, dein Vater auch mit bei euch? Ja, genau. Ja. Mein Vater, meine Mutter und meine beiden Brüder. So, jetzt erzähl weiter. Du bist also auf Eingang gegangen. Ja, genau. Und dann habe ich da halt SMS gesehen von einem Martin. Martin ist der Typ, bei dem ich dachte, das könnte er sein.
Martin, und dann... Achso, du hattest schon jemanden im Visier. Ja, ja, klar, weil der Typ, sie erzählt auch öfters von dem, die fährt öfters zu irgendwelchen Bundesligaspielen bei Leverkusen und so. Mhm. Spätestens in diesem Moment, sage ich erstmal streng moralisch, als du nur den Namen Martin gesehen hast auf dem Display, hättest du nicht weiter drücken dürfen. Das weiß ich auch selber, Jürgen, klar. Das ist wie ein Brief öffnen. Einerseits verstehe ich dich auch sehr gut, wenn man so einen Verdacht hegt, dass man das dann auch vielleicht tut. Ja, genau. Das also du hast es gemacht. Was stand da? Was war zu lesen? Es stand drin, Moment, ich kann dir das ganz genau vorlesen. Ich muss gerade gucken. Ich habe das nämlich dann einfach auf mein Handy übertragen, weil ich habe mir gedacht, jetzt musst du einfach nachher bei Domian anrufen. Weil ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Und da stand halt drin, pass auf, ich lese vor. Engelchen, du hast vorhin etwas unglaublich Schönes gesagt. Ich möchte das auch nochmal tun. Mhm. Was auch passiert, unsere Liebe wird bleiben. Ich liebe dich. Mhm. Und da waren dann noch andere, die will ich gar nicht vorlesen. Da stehen Sachen über meine Mutter drin, die will ich gar nicht wissen. Mhm. Wie ist denn so die Ehe dir erschienen zwischen deinen Eltern? Das Familienleben, eigentlich ganz okay oder gab es schon viel Zoff? Nee, nie problematisch. Also ich habe noch nie gehört, wie meine Eltern sich gestritten haben. Mhm. Also richtig gestritten habe ich noch nie mitbekommen. Mhm. Und in letzter Zeit ist es halt so, mein Vater, wenn der von der Arbeit kommt, macht er halt ein bisschen Stress von wegen Aufräumen, alles ist unordentlich und sowas. Und da sind wir alle halt ein bisschen genervt von. Na gut. Aber mehr ist das auch nicht. Ja. Jetzt hast du das entdeckt heute. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Zorn? Irritation? Oder... Nee, Irritation im Grunde genommen nicht, weil ich halt schon vorher den Verdacht hatte und jetzt eigentlich nur die Bestätigung habe. Ja. Aber Zorn ist es auf jeden Fall, vor allem auf diesen Typen, weil ich mir denke, der Typ, soweit ich das mitbekommen habe, hat ja selber eine Frau und zwei Kinder. Mhm. Und da meint er auch noch, sich in unsere Familie einschleichen zu müssen. Irgendwie Philipp, gleich Stopp, dickes Stopp. Du solltest, wenn, nicht zornig sein auf diesen Typ. Ja. Auf deine Mutter, deine Mutter ist eine erwachsene Frau. Die wird nicht einfach wie ein kleines Mädchen genommen von diesem Mann. Sondern die will das auch. Der Mann ist letztendlich völlig egal. Es geht um deine Mutter. Ja, das schon, auf jeden Fall. Hast du so ein Solidaritätsgefühl auch zu deinem Vater, dass du denkst, Mann, jetzt wird er betrogen? Und ja, ja, das auf jeden Fall. Das ist auch mit ein Problem von mir oder eins der größten Probleme, weil ich weiß auch nicht, wie ich mich meinem Vater gegenüber verhalten soll. Mhm. Wenn ich es ihm sage, habe ich Angst, dass meine Eltern sich trennen, weil das könnte ich im Moment wirklich nicht aushalten, glaube ich. Und wenn ich es ihm nicht sage, komme ich mir vor wie ein Mittäter sozusagen, weil ich es ja weiß und ich sage es ihm dann halt nicht. Und mein kleiner Bruder ist im Grunde zu klein. Wie alt ist der? Der ist 14 zwar, aber... Ja, bei dem musst du es ja nicht sagen. Nee, dem musst du es ja nicht sagen. Ja, ja, ich habe jetzt mit meinem großen Bruder auch schon drüber geredet, aber der ist relativ desinteressiert dran, weil... wie alt ist der? Der ist 21. Mhm, der wohnt auch hier eigentlich im Grunde genommen nur noch zur Miete. Muss zwar nicht bezahlen, aber hat nicht mehr viel mit uns zu tun. Mhm. Also irgendetwas scheint ja dann nicht in Ordnung zu sein zwischen deiner Mutter und deinem Vater. Ja. So, es resultiert immer letztendlich aus einer Unzufriedenheit oder einem Unglück, einem Unglücklichsein oder was auch immer, wie auch immer. Aber ich kann gut verstehen, dass du jetzt da zwischen den Stühlen hängst. Und das ist auch ein ganz schwieriges Unterfangen, wie man sich jetzt verhalten soll. Schweigen ist nicht angesagt. Nee. Finde ich auch, könnte ich auch nicht auf Dauer. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Im Grunde genommen ziemlich gut. Mhm. Also ich rede jetzt nicht mit ihr über alle Probleme oder so. Mhm. Aber über sowas, denke ich, könnte ich schon mit ihr reden. So, und darauf will ich eigentlich hinaus. Ich glaube, das ist der erstmal der richtige Weg, würde ich sagen. Dass du sagst, pass auf, hier, mir ist ein Missgeschick passiert. Ich habe ja auch Bockmist gebaut, du, ne? Ja, du hast ein bisschen in ihr Handy reingegangen. Aber das wiegt, glaube ich, nicht so schwer wie das, was ich herausgekriegt habe. Erklär mir, was ist los? Lass uns reden. Und ich glaube, dann bist du schon einen ganz großen Schritt weiter, wenn sie war. Ich meine, das ist für sie dann ja auch eine wichtige Information. Du weißt es und der ältere Bruder weiß es mittlerweile auch. Und daraus wird sie dann, hoffe ich, irgendeine Konsequenz ziehen, dass sie es beendet, dass sie es ihrem Mann sagt oder dass irgendwas in die Gänge kommt. Ich finde den Weg, die Mutter anzusprechen, den richtigen, eigentlich den besten Weg, Philipp. Ja, ich weiß aber auch nicht, wie sie da mir gegenüber reagieren würde, weil ich meine, ich kann mit ihr reden. Mhm. Die Frage ist, ob sie mit mir reden kann, wenn ich sie vor die Tatsache stelle, dass ich es weiß. Ja, aber es wird ihr gar nichts anderes übrig bleiben, als in irgendeiner Weise Stellung zu beziehen. Ja. In dem Moment, wo sie weiß, dass du es weißt,
ist ihr Geheimnis aufgeflogen und das ist quasi in der Familie. Und da muss sie, wenn sie einigermaßen verantwortungsbewusst drauf ist, muss sie mit dir darüber reden. Und also ich würde auf jeden Fall sagen, mach es und versuch es. Alles andere, alle anderen Alternativen, die man vielleicht zur Verfügung hat, finde ich auch nicht so gut. Ja. Ja, dann muss ich mal gucken, wann ich am besten mit dir rede. Ja. Vielleicht können wir nochmal miteinander telefonieren, wir beide, wenn du es denn gemacht hast, dass wir nächste Woche nochmal miteinander sprechen. Ja, also... Dann könntest du erzählen, wie es ausgegangen ist. Dann würden wir dich nochmal anrufen. Mein Redakteur wird das gleich nochmal mit dir absprechen, wie wir da in Kontakt bleiben, okay? Ja, ist okay. Also, alles Gute, Philipp. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. 0800 5678 111, die Telefonnummer. Die Faxnummer 0800 5678 110. Freie Themennacht heute. Morgen heißt unser Thema Feuer. Und ich möchte gerne mit euch reden im Allgemeinen über Feuer. Was ihr mit Feuer oder durch Feuer schon erlebt habt, Schlimmes erlebt habt. Ob ihr vielleicht Feueropfer seid. An Leib und Leben. Ob ihr Zeuge wart von einer schweren Feuerkatastrophe. Oder ob euch irgendwann mal etwas Abgebranntes, Weggebranntes und ihr hinterher da standet und vielleicht ohne alles in den Händen doch standet. Thema Feuer morgen, heute freie Themennacht. Jetzt ist bei mir Steve und Steve ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, grüß dich. Hallo Steve. 36, also. 36? Ja, beruflich bin ich 26, aber richtig bin ich 36. Moment, wie? Beruflich bist du 26? Ja, ich rufe auf das Thema von gestern an. Das hätte niemand von mir gedacht. Ja? Also ich gehe anschaffen. Du machst erstmal bitte dein Radio oder den Fernseher ganz leise. Du gehst anschaffen. Das heißt, du bist. Gestern hatten wir auch einen Anrufer, der war Callboy. Du bist Callboy. Ja, genau. Ja. Das mache ich seit 3 Jahren etwa. Ja. Und war zuvor von einer Cam, von einer Livecam. Hab da gestrippt. Mhm. Und, ja. Im Internet? Mhm. Ja. Callboy für Männer oder für Frauen? Ne, für Männer. Für Männer. Für Männer. Bist du auch schwul? Ich bin schwul. Ja. Ist das ein ganz geheimes Leben? Ein wirkliches Doppelleben, was du führst? Ja. Also ich muss dazu sagen, man den alten Bekanntenkreis verliert man dann auch quasi. Mhm. Also gerade wenn man so in das Rotlicht reingeht, dann hast du gar keine Zeit mehr oder dann interessiert dich das auch gar nicht mehr. Gibt es denn nahe Freunde, die geblieben sind und die das nicht wissen, was du machst? Nein, nee. Also wenn Freunde oder in Anführungszeichen Freunde sind, das Leute aus dem Milieu oder aus dem Geschäft? Genau, also die Alten haben alle verloren. Ja. Leben deine Eltern noch? Nee, ich bin schon mit 16 ausgezogen, also meine Mutter lebt nicht mehr. Ja, also mit dem Vater hast du auch keinen Kontakt? Nee. Keine Geschwister? Nee, gar nichts. Gar nichts. Keine näheren Verwandten sonst. Machst du das als Hauptberuf oder nebenher? Ich mache das jetzt hauptberuflich. Mhm. Ja. Wenn du 36 schon bist, sage ich mal, ja, könnte ich mir vorstellen, dass gerade in diesem in dieser Branche man schon uralt ist, oder? Ja, klar, logisch. Ich meine, also deshalb war so, wenn ich Anzeigen mache, dann... 26. aber 26. Du hast dich gut gehalten, man sieht es dir nicht an, dass du 36 bist. Nee, also ich glaube nicht. Nee, also wenn ich freitags weggehe und gehe in die Disco oder was, oder lerne jemanden kennen, ja, also gehe ich so als 26 gehe ich noch locker durch. Ja. Wie hältst du dich fit? Die sind die Drogen wahrscheinlich. Bitte? Nee, also weiß ich nicht. Also ja, du musst ja deinen Körper einigermaßen in Schuss halten. Nee, also ich mache keinen Sport. Du machst gar nichts. Nee, gar nichts. Nee. Wie oft bist du dann quasi im Dienst? Jeden Tag oder nur am Wochenende, wie du gerade sagtest? Nee, also ich habe mein Handy quasi 24 Stunden an. Mhm. Aber sag ich mal so. Ja. 3-4 Mal in der Woche. Ja. Und was kostet das bei dir, wenn man dich anruft und sagt, hier Steve oder wie immer du heißen magst? Ja, es geht los ab 80 Euro und das ist dann alles andere, muss man dann vor Ort ausmachen. Dann. Also wenn man dich jetzt beispielsweise die ganze Nacht mieten würde wollen, was würde das kosten? Ja, so 500 Euro. 500 Euro? Ja. Also, hast du einen Freund im Moment? Nee, ich bin allein. Ja. Die ganzen letzten 3 Jahre schon alleine gewesen? Ja. Könntest du dir vorstellen, überhaupt eine Beziehung zu führen, während du parallel diesen Job ausübst? Nee, also ich war schon mal kurz davor und dann dachte ich, okay, eins muss ich, also beides könnte ich nicht, ne? Also ja, dann müsste ich aufhören zu arbeiten
Und das möchte ich im Moment auch nicht. Ne? Ja. Und solange ich das noch machen kann, möchte ich es auch machen. Was hast du da eigentlich vorher gearbeitet, im normalen Leben, im bürgerlichen Leben? Also ich bin ein Einzelhandelskaufmann, war im Verkauf, Begleitung, hatte auch eine Führungsposition. Ja. Aber das Leben wollte ich auch nicht mehr führen. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht, habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt, aber... Nee. Ging es dir hauptsächlich ums Geld oder war es dir langweilig, dieses Leben? Mir war es zu langweilig, ja. Mir war es zu langweilig. Und jetzt möchte ich obwohl ich jetzt dann schon 36 bin, ein Jahr vielleicht kann ich es noch machen. Ich meine, da müsste ich auch überlegen, was ich mache. Ne? Kannst du denn in deinen alten Beruf wieder rein oder ist das eher schwierig dann? Das wird eher schwierig. Ja. Jetzt sag doch mal, damit man so ein Gefühl hat, auch für die finanzielle Dimension, wenn du magst, was du vorher verdient hast als Kaufmann in deinem Beruf und was du heute so im Durchschnitt im Monat verdienst. Ja. Sag mal die beiden Zahlen. Oh, da habe ich jetzt 60% mehr. 60% mehr. Ja. Und wie viel hast du jetzt so im Monat? Oh, also gut, meines ist natürlich, kommt immer auf den Monat drauf an. Im Sommer ist natürlich gar nichts. Jetzt auf Weihnachten zu wird es auch wieder ein bisschen eng. So zwischen 6 und 7. 7.000 Euro? Ja. 6 und 7.000 Euro. Ach, du sagst, zur Weihnachtszeit wird es eng. Das heißt, da geben die Leute nicht so viel Geld für sowas aus. Nee, dann gehen sie ja alle für die Familie einkaufen. Ja, ich meine, 70% meiner Gäste sind ja auch zur Hetero und haben, also nicht Hetero, sondern Bietern quasi und haben natürlich auch Kinder. Ja, und? Da geht das Geld hin für Weihnachten. Ja, logisch. Alles klar. Das sind nicht mehr. Bedienst du Männer allen Alters, ganz junge und auch ganz alte Männer? Ja, also ich habe Kundschaft, also Gäste von Studenten, der ist 22. Ich meine, wenn der kommt, dann ist das mir peinlich. Ne? Dafür Geld zu nehmen dann, oder warum? Ja, natürlich. Ne? Und erstmal, wenn ich dann am Telefon sage, ich bin 26 und dann, ich meine... Na, 26, 36 ist ein Unterschied, ne? Das sieht man dann auch irgendwo. Ja. Und er ist 22, ist es mir peinlich. Gut, aber du machst es dann dennoch? Ja, aber dann halt kein zweites Mal, ne, wenn er nochmal anruft. Ach so. Und, also 22, ziemlich jung. Und wie alt war der älteste Herr, den du... Also ich habe einen Opa, sage ich immer, der wird so an die 72 sein, aber ganz nett. Ja. Wie ist das denn bei dir, was so deine eigene sexuelle Erregung betrifft? Also ich könnte mir vorstellen, dass man natürlich nicht bei jedem Kunden selbst auch erregt ist. Nee, die Mädels, die Huren haben es einfacher, das zu kaschieren, aber wir Jungs müssen nun was bringen, ne? Was zeigen. Wie bringst du dich in Fahrt? Das ist gut. Ne? Ich meine, klar, da gibt es ja Poppers oder was. Ne? Das ist eine Droge? Ja. Nimmst du Viagra auch? Habe ich mal versucht, hat mir nichts gebracht, weil man... Mit 36 geht das eigentlich noch. Ne? Natürlich, wenn ich dann halt einen älteren Gast habe, dann mache ich halt mehr eine Erotikmassage und dann ist das an sich auch okay. Gab es denn schon den Fall, dass du vor einem Kunden standest und den du eigentlich völlig abtörnend fandst als Privatmann? Und es funktionierte einfach nicht? Ja. Und das ist schon zweimal passiert. Und wie geht das dann? Das ist natürlich eine ganz peinliche Situation. Ne? Steht man denn nicht jedes Mal unter Stress? Nach dem Motto, kriege ich es heute gebacken? Und ja, klar, logisch. Ne? Ich meine, ich habe auch eine Zeit lang getrunken. Und dann musste ich also vor jedem Gast als erstmal was trinken. Ne? Also ich höre schon, da sind ein bisschen Alkohol im Spiel, etwas Drogen im Spiel, um sich so in die Fahrt zu bringen. Ja, ich meine, klar, ohne Drogen, also ohne Alkohol oder was, können die es an sich nicht... Ja. Läuft denn dennoch währenddessen, also wenn derjenige für dich nicht so attraktiv ist, irgendwie so ein Film in deinem Kopf ab, der dich dann in die entsprechenden Wallungen bringt? Ja. Das schon? Ja, klar, selbstverständlich. Aber ist das Ganze doch nicht, so wie du es auch gerade am Anfang geschildert hast, ein sehr, sehr einsames Leben und eigentlich auch ein bisschen trostloses Leben? Ja, das ist richtig, ne? Aber ich meine, gerade durch das Leben lernt man halt aber auch ganz andere Leute kennen. Ja, aber was hast du davon, wenn du letztendlich doch einsam bist? Ja, das ist natürlich ein zweischneidiger Schwert, das ist richtig. Und vor allen Dingen, wenn du blockiert bist, was ich ja eigentlich sehr bedenklich finde, dass du gar nicht offen bist für eine Liebe oder für eine enge Beziehung zu einem Mann. Nee, das kann ich im Moment, das ist richtig, sag ich mal, schon ein paar Mal überlegt, ne? Hast du nicht die Sehnsüchte danach, vielleicht auch mal eine Beziehung zu haben? Und doch. Schon. Also hattest du früher schon mal längere Beziehungen zu haben? Ja, klar. Ich habe meine erste Beziehung war viereinhalb Jahre. Ging aber beruflich auseinander, ist weggezogen. Und so. Aber die Sehnsucht ist da. Die Sehnsucht ist da. Sag, Steve, was macht dieses, wenn man so professionell Sexualität betreibt? Und ich glaube, das ist bei Männern noch ein bisschen was anderes als bei Frauen. Was macht das mit deiner Sexualität? Hast du den Eindruck, dass
dass sie unbeschädigt bleibt? Oder nein, nein. Also ich meine, das ist, nee. Also ich meine, man braucht natürlich, wenn man dann, also ich meine, ich habe ja so gut wie keinen Sex privat, weil ich ja niemand habe. Stumpft man ab? Ja. Ist es manchmal so, dass es dir so bis hier steht und du mit dem Thema überhaupt gar nichts, wenn du Freizeit hast, überhaupt nichts mit zu tun haben möchtest? Nee, also ich meine, ich habe natürlich auch sehr viele Huren-Bekannte. Mhm. Wenn wir dann zusammen weggehen, essen gehen, dann ist das Thema auf Tabu, da spricht auch keiner darüber. Ah, ja. Und dann ist es natürlich, wenn man privat sind, ist es privat und geschäftlich ist es okay. Du hast gerade so ein Stichwort gesagt, wenn ich so am Wochenende in die Disco gehe, sieht man mir nicht an, dass ich und so weiter. Ja. Gehst du denn dann privat in die Disco? Ja. Natürlich, ja klar. Natürlich. Das schon. Aber ich gehe in keine schwulen Diskos, weil das, ach so, das brauche ich nicht. Du gehst dann in Hetero-Diskos einfach der Musik wegen und. Ja, also Spaß. Wegen der Musik wegen und weil ich halt da auch schon so ein paar Leute, also, nee, also, weil aber das Hetero, da möchte jeder, die schwulen Diskos. Das interessiert dich dann nicht. Nee, da bin ich jetzt auch schon zu alt, so. Mhm. Naja. Also, nee, obwohl man es nicht sieht, aber das brauche ich nicht unbedingt. Ja. Das will ich nicht. So. Du hast gesagt, ein Jahr, zwei Jahre geht's vielleicht noch und dann ist aber definitiv Schluss. Dann ist Feierabend. Mhm. Wie sind die Pläne, was dann passieren wird? Ja, das ist, natürlich wird wahrscheinlich immer so irgendwie was im Rotlicht machen. Mhm. Und habe ich mal überlegt, dass ich jetzt auch so, wie ich es früher gemacht habe, eine Wohnung auf, also wo ich früher gearbeitet habe, eine Wohnung aufmache und die dann vermiete auf Tagesmiete. Aha. Ja, und dann ist es natürlich okay. Die ganze Zeit, während du redest, habe ich so schon das Gefühl, dass du irgendwie traurig bist. Ja, weil ich natürlich nicht selbst nicht genau weiß, was ich will. Mhm. Das ist ja das Problem, ne? Weißt du, wenn du schon von dir aus so sagst, ja, die Sexualität auf jeden Fall ist beschädigt, sagst du, dann sagst du, ja, im Prinzip ist es ein einsames Leben, was ich da führe und ein sehr abgeschottetes Leben. Ja. Dann sind das doch alles Indizien zu sagen, Mensch, eigentlich muss ich ja weg. Und du solltest vielleicht auch gar nicht weiter Pläne schmieden, danach auch dann noch in dem Milieu zu bleiben, wenn du da nicht so locker mit umgehen kannst. Es gibt ja Leute, die können das. Und das klar. Aber sodass du auch vielleicht irgendwann eine richtige Beziehung wieder haben kannst, dass du glücklich wirst. Ja, glücklich wirst du so nicht. So nicht, ne? Ich war auch schon überlegt. Ja. Jo. Lieber Steve. Okay, ich bedanke mich. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute von Herzen. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. Susi. Das ist Susi, 34. Ja. Guten Morgen. Du weinst Guten Morgen. Du? Ja, schon. Was ist denn los, Susi? Denn mein Mann ist gestorben. Wann ist er gestorben? Am Dienstag. 21.30 Uhr. Also vorgestern? Ja. Wie ganz schnell. Und ganz plötzlich? Ja, ganz plötzlich eigentlich schon. Wie alt war er? 36. 36? Ja. Und woran ist er gestorben? Er hat erstmal eine Lungenentzündung, Blutvergiftung, Entzündung, dann Herzstillstand, Wiederbelebungsmaßnahmen, nichts geholfen. Und das ging alles innerhalb von ein paar Tagen, oder? Nein, ein paar Stunden, keine 24 Stunden. Keine 24 Stunden? Und vorher kerngesund? Kerngesund, er war beim Arzt, hat noch Spritzen gekriegt, weil er Kreuzschmerzen hatte. Beim gleichen Arzt, der dann am nächsten Tag da war, weil es ihm nicht gut ging. Nix, der war beim Nachbarn, hat mit dem noch ein bisschen was getrunken und so. Nix, gar nichts. Wir sind ganz normal ins Bett gegangen und ich habe einen ganz, ganz tiefen Schlaf. Mhm. Und immer eigentlich schon. Mhm. Er hat mir nur am Morgen, wie ich um 6 Uhr aufgestanden bin, um die Kinder für die Schule und so zu wecken, hat er mir nur gesagt, seit 2:30 hat er nicht mehr geschlafen, Schüttelfrost, ihm war kalt und hat Tabletten dann genommen wegen Fieber und so. Und ja, und dann habe ich ihm nochmal Tabletten gegeben und habe eigentlich gedacht, ja gut, jetzt gehst du arbeiten, um 8 Uhr musste ich arbeiten. Ja. Bis 10 Uhr. Ach, das ist alles so ganz durcheinander, der hätte am Dienstag einen OP-Termin gehabt, wegen einer Ohroperation. Aber wegen der Kleinigkeit? Ja, wegen der Kleinigkeit eigentlich. Ja, gut, die haben wir dann ja auch abgesagt. Ne? Ja, du hast wahrscheinlich vermutlich wirklich gedacht, dass es irgendeine Erkältung ist. Ich dachte, eine Grippe, gibt's 2 Aspirin und dann kann der da hingehen oder so, habe ich gedacht, ja. Und dann bin ich halt um 10 Uhr heimgekommen, da meine Mutter war am Morgen dann da und um 9:30 war der Doktor da, hat ihm noch Tabletten verschrieben und so einen Schleimlöser. Mhm.
das habe ich dann auch geholt und ihm gegeben und der wollte jede Stunde eine Tablette und ich habe gesagt, nee, die haben gesagt mindestens 4 Stunden und nach 3 Stunden hat er halt die nächste gekriegt und hat immer zwischen 38,8 und 40,8 Fieber gehabt. Es ging immer so rauf und runter, rauf und runter, aber nie ganz weg. Ja. Und dann hat er am Abend hat er dann ganz blaue Lippen bekommen und blaue Ohren und die Hautfarbe war auch ziemlich ins Bläuliche rein. Und dann bin ich nochmal zum Arzt, der wohnt gegenüber, was heißt die Praxis gegenüber wohnt, tut er da ja nicht. Und bin ich da nochmal hin dann und habe gesagt, er muss nochmal kommen, weil ich dann Angst gekriegt habe. Ja, ja. Weil blaue Lippen, Herz oder Lunge oder sowas denkt man dann ja gleich, ne? Ja, klar, ja. Und der kam dann auch und dann hat er auch erst nichts gehört, der hat ganz normal ihn abgehört und dann hat er gemeint, er müsste ganz, ganz tief durchatmen. Also während dem Durchatmen ein paar Mal weggekippt. Und dann hat er gesagt, ja, er hört auf der Lunge was, er muss ihn ins Krankenhaus einliefern. Dann hat er gefragt, wer ich ist, und dann haben wir das gesagt. Ja. Und da konnte ich noch mit ihm reden und alles, ne? Und ich wollte ja gar nicht erst mit ins Krankenhaus, weil wir haben manchmal ein paar Defizite und dann, ich war eigentlich auf die Woche, wo er im Krankenhaus liegt, wegen der OP, wegen dem Ohroperation, war ich eigentlich über die Ruhe, die ich dann eigentlich habe, ich wollte ein bisschen basteln, ich mache so zu Hause Bastelarbeiten, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, das eigentlich irgendwo zu genießen. Aber du bist dann mit ins Krankenhaus gefahren? Ja, ja, klar. Und dann hat sich der Zustand im Krankenhaus rapide verschlechtert? Ja, die schon im Krankenwagen. Anscheinend muss er kollabiert sein. Weil der Arzt ist nochmal in den Krankenwagen rein und die standen über eine halbe Stunde vor der Haustür. Ich bin dann gleich hinterher und wie ich dann im Krankenhaus ankam, haben sie ihn auch gerade reingeschoben in den langen Gang und hinter auf die Intensiv und vor der Intensiv war für mich Schluss und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er ist dann kurz bevor er rein ist, hat er noch gesagt, ich liebe dich. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Nein, ich durfte nicht. Warst du im Krankenhaus oder bist du dann nach Hause gefahren? Nein, nein, ich war im Krankenhaus die ganze Zeit. Ich bin vor der Tür gesessen und habe gewartet. Und hin und wieder kam ein Arzt und hat gesagt, ganz schlecht. Und sie verlegen ihn, wenn sie ihn stabilisiert haben. Und nachher haben sie gesagt, sie müssen wieder Belebungsmaßnahmen machen. Und man hat überhaupt gar keine Ahnung oder eine Erklärung, wie das so schnell kommen konnte, was da los war in ihm. Ja, weil jetzt heute war ich dort und da haben sie mir nur gesagt, ja gut, die Lungenentzündung haben sie mir am Abend selber noch gezeigt. Ich kannte das, weil meine Tochter, die Jüngste, hatte das mit 3 Jahren auch mal ganz schwer. Und dann haben sie nur gesagt, Blutvergiftung, viele Entzündungen, aber wo das herkommt, wissen sie nicht. Und jetzt morgen früh wird dann eine Obduktion gemacht, eine interne, also nicht so wegen Todesursache, nur zum Wissen, woher. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast ein paar Mal schon von Kindern gesprochen. Wie viele Kinder habt ihr? 4. 4 Kinder? Ja. In welchem Alter? 6, 10, 13 und 16. Wie haben denn die Kinder jetzt reagiert auf das Schreckliche, was passiert ist? Ganz verschieden. Die eine hat geschrien, die Große hat geschrien, die wollte abhauen, die wollte raus, nur weg und so. Und ich habe sie dann nur halten können, dass sie nicht einfach rausrennt, das kann ich nicht verantworten. Und die zweite, die 13-Jährige, ist auch ein Mädchen, die hat sich in ihr Zimmer gelegt, ins Bett und wollte keinen zu sich lassen. Der Junge, der ist 10, der hat auch das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, was wir jetzt erst am Montag festgestellt hatten. Der war nur ganz ruhig, der hat es gar nicht kapiert. Und die Kleine hat halt gemeint, dann kriegen wir halt einen neuen Papa. Die hat es noch weniger kapiert, auch jetzt nicht, heute nicht. Ja, ja. Ich habe heute ein paar Mal geweint, dann sagt sie, warum weinst du? Ich finde das unglaublich erschütternd, was du erzählst. Es tut mir irre leid. Das ist aber wahr. Es tut mir irre leid. Ja. Ich möchte dir wirklich mein ganz, ganz tiefes Beileid aussprechen. Eine 4-köpfige Danke. Familie. Von heute auf morgen ist der Vater weggestorben, der eigentlich gesund ist und alles vital ist. Und habt ihr wahrscheinlich auch nie über sowas mal gesprochen, ne? Weil es gar kein Thema war. Wir haben geflaxt drüber. Er hat manchmal einen Autounfall gehabt und hat dadurch die Milz rausbekommen. Und das muss wahrscheinlich auch noch mit der Auslöser gewesen sein, weil die Milz ist ja irgendwie der Filter oder sonst was für das Immunsystem. Ja, ne? ja. Und der Doktor sagte auch, ein Mann mit Milz hätte das wahrscheinlich gepackt. Hast du so ein gutes Umfeld um dich herum? Oh ja, ich habe den ganzen Tag Leute da gehabt. Das so, ich habe gestern alle angerufen und heute Morgen und fast jeden Morgen kommen auch nochmal welche. Aber die haben auch alle gesagt, wenn was ist, ruf mich an, du kannst mit mir reden und wenn es mitten in der Nacht ist. Aber die weinen doch dann auch nur. Und dann schweigt man sich ja trotzdem an. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass du überhaupt nicht schlafen kannst jetzt. Nee, letzte Nacht waren 2 Stunden, wo ich gelegen bin und jetzt
Auch nicht essen. Es ist ja jetzt auch eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Es gibt morgen eine Obduktion, sagst du. Dadurch verzögert sich ja wahrscheinlich die Beisetzung. Ach nee, die ist nur morgen früh. Das ist nicht, dass er irgendwie wegkommt, oder es intern im Krankenhaus ist. Also nicht so Todesursache feststellen. Das ist nur, um Klärung zu haben. Wann ist jetzt die Beisetzung geplant? Weiß ich noch nicht. Nee, wir machen eine Feuerbestattung, er wollte das so, da haben wir schon früher drüber gesprochen. Ich wusste, wir haben oft darüber gesprochen, wenn irgendwas passiert oder wie man es haben will. Aber ich wusste dann in dem Moment nicht mehr, was wollte er überhaupt. Wie lange seid ihr zusammen? Zusammen 20 Jahre. 20. Ich war 14, wie ich ihn kennengelernt habe, ich war noch in der Schule. Dein erster Freund? Ja. Quasi. Ja, das erste Freund, allererste Freund, der erste. Eine gute, mit dem überhaupt. Gute Ehe bis zum Schluss? Mal so, mal so. Ja, also ich denke, da gibt es in jeder Ehe, auch wenn es manche sagen, klar, das ist nicht so. Ich denke, es gibt in jeder Ehe Defizite. Er hat eine ganz andere Erziehung als ich, eine viel strengere, und wollte die auf die Kinder übertragen. Habe ihn aber mit der Zeit irgendwann so weit gebracht, dass er doch mal ein bisschen anders denkt. Ja, ich glaube, wenn so etwas unglaublich Trauriges und Schlimmes passiert ist, man kann nicht von Trost reden, aber vielleicht so ein bisschen von Stütze. Glaube ich, dass es gut ist, wenn man Kinder hat. Ja, klar. Ne? Für wen bin ich sonst noch da? Ja, ja. Warum bin ich sonst noch da? Sonst wäre ich bestimmt nicht mehr hier. Ja, wenn du jetzt alleine wärst, wäre es wahrscheinlich die Hölle. Es ist so auch die Hölle, aber dann wäre es vielleicht noch schlimmer. Und ich habe manchmal schon weggewünscht oder im Streit oder was, was anderes, als wenn er einfach nur seine Koffer gepackt hätte und ausgezogen wäre. Da hätten die Kinder ihn immer noch gehabt. Natürlich, ja, ja. Aber so geht er. So puff, weg. Unser Flur ist noch nicht gemacht. Da muss noch Rauputz ran und das Auto ist noch nicht in Ordnung und ich weiß nichts mehr. Ich stelle mir das auch unglaublich schlimm vor. Jetzt in der Wohnung, da gibt es 1000 Gegenstände, die ihm gehören. Die ja, seine Sachen, seine Anziehsachen. Ja, ja. Das ist ganz schlimm. Ich bin vorher schon gelegen, habe seine Jacke angezogen. So. Finde ich auch gut, mach das. Ich glaube, dass das so eine Nähe vermittelt. Oh, das tut weh. Ja, tut weh, aber vielleicht ist das auch ein Teil deiner Trauer und Trauerarbeit. Halte mal seine Jacke anzuziehen. Wenn, ich habe jetzt einen kleinen Fließpulli, habe ich an, wenn es so kalt war. Das ist alles so. Wir haben dieses Jahr von ihm die Schwester beerdigt. Und er hatte ein bisschen eine verstrittene Familie. Die sind dann alle auf die Beerdigung gekommen, ne? Ja. Und jetzt ruft heute sein Bruder an, mit dem er ein gutes Verhältnis so hatte, und sagt, kannst du dich noch erinnern auf der Beerdigung von der Schwester, was er gesagt hat? Sag ich, was denn? Und sagt er, also das nächste Mal trefft ihr euch wieder auf einer Beerdigung, das ist meine, das hat er dieses Jahr gesagt. Ach. Aber daran kannst du dich nicht erinnern? Nee. Weil manchmal redet man so ein bisschen sarkastisch. Ironisch oder wie auch immer. Ja. Ne? Ich meine, ich habe auch eine sehr große Ironie, muss ich sagen. Ne? Und dann, ich habe auch gedacht, ich bin heute Morgen hingegangen und musste ihn sehen, weil ich das nicht glauben konnte. Ne? Ich konnte ihn gestern, haben sie gesagt, ich konnte ihn sehen. Du hast ihn heute gesehen? Heute Morgen, ja. Sah er friedlich aus? Er sah ganz schrecklich aus. Er war so blau und schmal, als normalerweise, er ist fast 2 Meter groß, hat um die 100 Kilo. Und er war so schmal und weiß auch nicht. Dann hat er so eine Bandage um den Kopf gehabt und in Augen, in Nase und Mund, so wie Stöpsel, das ist, weiß auch ja, nicht. Er hat gesagt, wegen den Blutungen so. Das war furchtbar schrecklich. Susi, ich sag's nochmal, das ist mir wirklich, das ist keine blöde Floskel, weil wir jetzt hier... Ich glaube das schon, aber... Es tut mir wirklich unendlich leid. Sei froh, dass du deine Kinder hast und du musst jetzt für die Kinder sorgen, für die Kinder da sein. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich möchte dir jetzt gerne noch ein auch längeres Gespräch anbieten, weil wir ja ein bisschen begrenzt sind hier in der Sendung mit meiner Psychologin, wenn du das möchtest. Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, mit der Anna. Du legst auf, die Anna ruft dich zurück. Okay, alles klar. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Kraft für die nächste Zeit, die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Danke. Und Monate. Vielleicht hören wir uns ja nochmal. Ja, alles Liebe von Herzen. Ja. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt machen wir altersmäßig einen großen Schritt nach unten. 15 Jahre alt ist Danny. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Danny. Erstmal mein Beileid an meine Vorrednerin. Ja.
Ich wünsche dir auch viel Kraft für die nächste Zeit. Sehr nett von dir. So, nun schneide ich aber ein anderes Thema an. Ja. Vor 2 Wochen hast du das Thema Zwänge und Rituale. Mhm. Und da war ein Anruf, der hat alles 4-mal gemacht. Genau, ja. So, und das hat mich etwas, also ich hatte viele Ticks, also Rituale in den letzten 2 Jahren. Mhm. Und mein Unangenehmster war wohl, da ich auch alles 4-mal machen musste, aber in einem anderen Sinne. Nämlich? Also ich muss halt ein Beispiel erklären, sonst kann ich es einfach nicht erklären. Mhm. Also es stehen 2 Leute vor dir, mhm. Person A und Person B. Mhm. Du guckst Person A an, klimperst an mit den Augen. Was? Was mache ich mit den Augen? Klimpern. Ja. So, guckst Person B an, ja. Klimperst 2-mal mit den Augen. Mhm. Und guckst wieder Person A an und klimperst nochmal mit den Augen. Sodass du ungefähr das Schema hast, A, B, B, A. Ja, verstehe. So. Kompliziert, aber verstehe. Aber ja. Ich klimper so, dass die das nicht merken. Naja, wenn dich jemand anklimpert, dann, wenn dich jemand die ganze Zeit immer anguckt, so hin und her schwankt. Merken sie es doch. Okay, erklär erstmal weiter. So, also es hört sich vielleicht im ersten Moment etwas lustig an, aber es ist richtig nervtötend. Gut, also das habe ich halt schon fast unterbewusst gemacht. Also jedes Mal, wenn zwei Leute vor dir standen. Nee. Das ist, also es kommt auch, ich kann es auch mit Gegenständen machen. Ich habe es überall gemacht, überall. Mhm. Die ganze Zeit. Also ich habe es mir jetzt abgewöhnt vor einem halben Jahr oder einem Jahr ungefähr. Mhm. Und halt, Also immer die in dem Schema, wie du es gerade beschrieben hast. Genau, es ging kein anderes. So. Einmal klimpern, zweimal klimpern und wieder einmal klimpern. Genau. Also, klimpern heißt einfach so ein bisschen zieht mit den Augen, ne? So meinst du? Ja, nicht nur mit den Augen, aber da ist halt das Gravierendste. Mhm. So, nämlich dann habe ich ein Ganzes, habe ich mir dann unterbewusst so eingeredet. Ja. So, wenn ich lass mich kurz nochmal fragen. Wenn du das vor Menschen gemacht hast, in der Schule oder weiß ich wo, haben die dich nicht für bekloppt erklärt? Wenn ja, die natürlich, sie haben mich angeguckt und haben natürlich abgewunken. So. Mhm. Und das ist halt sehr nervig, vor allem wenn man halt mal im Restaurant sitzt oder so, mhm. und halt für Leute vor sich hat und immer hin und her guckt, klimpert, dann halten sie natürlich ein viel verrückt. Und es ging ja manchmal sogar noch weiter, dass ich halt diese 4-mal klimpern für 1 angesehen habe, mhm. und das sozusagen als A, jetzt im Schema A, B, B, A gesehen habe. Ja, das wird jetzt sehr mathematisch. Ja. Aber ehe wir uns da jetzt richtig in die Theorie hineindenken, warum? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was war oder wäre, wenn du es nicht gemacht hättest? Es ging nicht. Wenn ich eine Person einmal angeklimpert habe, dann musste ich einfach so ein anderes Objekt haben, das ich anklimpern konnte. Das war daher auch das Thema. Das Thema hieß ja auch Zwänge und Rituale. Das ist ein Zwang, ne? Also ja, man kann sich dessen nicht erwehren. Hast du das eigentlich jetzt auch noch im Moment? Nee, ich habe es mir abgewöhnt so ungefähr. Also manchmal, wenn ich nochmal dran denke, dann mache ich das. Aber ja, das ist ja nun die große Frage: Wie kann man sich, wenn man so zwanghaft drauf war, wie kann man sich das denn abgewöhnen? Ich habe mir gedacht, die Leute halten dich echt für bekloppt. Du, was machst du da eigentlich? Also durch reine Ratio ist es dir gelungen, das? Ja. Aber das verstehe ich nicht. Wenn man wirklich dem so ausgesetzt ist und man kann einfach nicht anders, dass man dann so eine Kraft und Disziplin hat, dann das dann doch sein zu lassen. Ja, ich habe es jedenfalls geschafft so. Ja. Da ich daran gedacht habe, also so kann es nicht weitergehen, du machst dich bekloppt dadurch. Also du bist jetzt 15, erst 15, ne? Ja, genau. Wie alt war das wie alt warst du, als das angefangen hat? Ungefähr 13. 13. 13,5. Und hast du so ein gutes Jahr, 1,5 Jahre gemacht? Nee, ja, klar. Ungefähr dann. Mhm. Ungefähr. Ja. Ist jetzt irgendwas übrig geblieben? Irgendeine Marotte noch? Ja, ein bisschen ist noch so übrig geblieben, dass wenn ich Langeweile habe, das noch mache, aber. Ja, aber ich meine, das zeigt ja, dass du ein willensstarker junger Mann bist. Ja, immerhin. Ist ja nicht schlecht, ja, also wenn man das so gemacht hat. Ja, das war halt eine von vielen Ticks, die ich hatte. Und das wolltest du uns erzählen? Das wollte ich mal sagen, weil mich das erinnert hat, als ja. Der Mann angerufen hat, zum alles 4-mal machen. Ja, fand ich gut, interessant. Und vor allen Dingen macht es den Leuten Mut, die nicht davon wegkommen. Danny hat es vorgemacht, man muss es nur wollen. Ne? Alles klar. Alles Gute, Danny. Tschüss. Gute Nacht, tschüss. Cora. Hier ist Hallo. Cora. Ja. Wie alt ist denn Cora? Ich bin 31 Jahre alt. 31 Jahre alt. 31. Und es geht darum, dass ich bin eine Prostituierte. Ja. Und dass Prostituierte mit AIDS weiter in unserer Branche arbeiten dürfen. Das bedeutet, seit... Wiederhol das nochmal, weil wir gerade in da war so ein Knacker in der Leitung. Dass Prostituierte mit AIDS in der Branche arbeiten können, oder wie? Ja, weiterarbeiten dürfen sogar schon. Dürfen? Die dürfen sogar. Vom Gesundheitsamt aus?
Es gibt ja gar keine Untersuchung mehr. Seit Jahr 2000 ist das Gesetz abgeschafft worden, dass Prostituierte nicht mehr in Deutschland vom Gesundheitsamt zur Untersuchung gehen brauchen. Ja, stimmt. Nur noch auf freiwilliger Basis. Ja. Und das ist sehr schrecklich, weil die Krankheiten werden immer mehr unter den Prostituierten. Mhm. Es betrifft HIV, Syphilis, Trippe. Mhm. Hepatitis C? Hepatitis auch, ja. Chlamydien, Feigwarzen, Herpes. Ja. Und das sind die Krankheiten, die zurzeit sehr alles häufig schlimme, Krankheiten. Alles sehr schlimme bis tödlich endende Krankheiten. Ja. Und in Bochum ist das halt so, ich arbeite ja in Bochum als Prostituierte. Mhm. Und das sind wenige Häuser, wo die Chefs sagen, ihr Frauen geht zum Arzt. Sag mal, Cora, wie weißt du das denn überhaupt? Ich gehe regelmäßig zum Arzt. Nee, du, bei dir ist mir klar, wenn du dich immer testen lässt. Aber woher weißt du das von den Frauen? Die posaunen das doch wahrscheinlich raus hier, ich bin HIV-positiv. Nein, aber wir kriegen das ja auch mal irgendwie so mit, ne? Wo sind auf einmal die Frauen? Ach so. Ja, und die Frauen, die früher im Club gearbeitet haben, die gehen ja gar nicht mehr zum Arzt. Und ich habe früher auch im Club gearbeitet und da sollte ich dann ohne Gummi machen. Dann habe ich mich aber ganz schnell verpisst aus dem Club und habe gesagt, nein, nicht auf meine Gesundheit. Wenn ich mit Huren rede, sagen die alle immer, nee, nur mit Gummi. Das stimmt offensichtlich dann nicht. Nur mit Gummi. Ja, machen mal die Augen ein bisschen weit auf. Mhm. Und das ist nämlich gar nicht die Tatsache, weil die Frauen machen viel ohne Gummi. Blasen, lassen sich lecken. Mhm. Beim Lecken kann man auch krank werden. Absolut, und das wissen die Frauen leider nicht. Die denken wirklich, man kann da wirklich nicht krank werden. Also glaubst du, dass es einfach ein Wissensdefizit ist? Oder die Nachfrage danach ist so groß auch, ne? Ja, oder sind die Frauen einfach auch, ich sag mal, geldgeil oder auch dumm oder naiv? Und ich würde sagen, die sind dumm. Die sind einfach nur dumm. Die wissen das schon, die Frauen wissen das, aber die machen es trotzdem. Ja. Gibt es denn da nicht innerhalb der Prostituierten vielleicht auch irgendwelche Initiativen, dass ihr... Wir versuchen das jetzt. Es gibt wenige Häuser, die mit da einverstanden sind. Wir kümmern uns drum, dass das Gesundheitsamt in Bochum noch bleibt. Mhm. Ab nächstes Jahr, Ende des Jahres, kann es sein, dass es sogar schon zugemacht wird, dass wir Frauen, die restlichen Frauen, die noch gehen, von 100% sind 75%, die nicht mehr gehen. Was heißt gehen? Also sind noch wenige Frauen, die zum Arzt gehen regelmäßig. Ach so, meinst du. Mhm. Wobei das natürlich nicht ein Problem nur von Bochum ist, sondern von jeder Stadt. Von jeder Stadt in ganz Deutschland. Bochum ist die letzte Stadt, wo die Frauen noch zusammenhalten. Mhm. So ein kleiner Teil der Frauen, die halten wirklich noch zusammen. Hast du denn mit Frauen auch schon mit Kolleginnen dich schon gestritten, die also HIV-positiv sind und dennoch weitergearbeitet haben? Nein, habe ich nicht. Aber wir wissen auch, dass sie schon am Arbeiten sind. Mhm. Weil es geht ja jetzt darum, auch in 2 Jahren, wenn die ganzen Grenzen noch aufkommen, was ist dann, was wird passieren zwischen uns? Das heißt also, die Konkurrenz aus dem Osten wird riesengroß und die Mädels sind da noch risikoreicher drauf. Weil gerade die FKK-Clubs sind sehr beliebt von Männern und die kommen dann auch im Bordell und dann erzählen sie, oh, ich habe mir einen Tripper geholt oder einen Syphilis. Mhm. Dann sage ich, ja bitte, da ist die Tür, jetzt darfst du auch gehen bei mir. Also dann lasse ich die gar nicht erstmal rein. Also die Kritik geht ja an ganz viele Leute. Die geht einmal natürlich an die Prostituierten, dass sie es überhaupt so weit kommen lassen. Ne? Dicke Kritik. Dann aber natürlich an die Kunden, dass sie eben ohne Gummi eure Dienste in Anspruch nehmen. Am liebsten möchte ich sie neben mein Zimmer stellen oder am besten unter meinem Fenster noch und sie verstecken dann. Dann können sie das mal mitkriegen, was tagtäglich die Männer uns am Kopf knallen. Mhm. Kannst du mal ohne Gummi blasen, da passiert nichts. Mhm. Kannst du auch ohne Gummi auf dem Zimmer mal kurz reinstecken, kann auch nichts passieren. Das kommt täglich vor. Mal ausgiebig lecken. Oh. Mhm. Das kriegt man tagtäglich und das nicht nur ein Mann, das sind zwischen 10 und 25 Männer, die danach fragen. Aber du bist da für dich ganz eisern und sagst, nee, Jungs, läuft nicht, ne? Ist auf keinen Fall. Ja. Gut, dass du anrufst, alle angerufen hast und gut, dass du das Thema auch mal in die Öffentlichkeit gebracht hast, weil da wird gar nicht viel drüber geredet. Nein, das wird verschwiegen, weil der Arzt, der uns untersucht, hat gesagt, das Krankenhaus, wo er arbeitet, ist auch voll mit Infektionsgefahren. Mhm. Na? Und da sagt er, es steigt immer mehr, gerade bei uns, unsere Heteros. Mhm. Da ist das am gefährlichsten zurzeit, wo wirklich die Zahl gestiegen ist, was HIV und die anderen Krankheiten betrifft. So, Cora, die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ja. Ich wünsche deiner, eurer Initiative viel Erfolg. Und hoffe, dass du eine kleine Wirkung gehabt hast, dein Anruf hier bei mir in der Nacht. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Alles Gute. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Freunde, das war's für heute Nacht in der Technik. Jens Diegel. Morgen heißt unser Thema Feuer. Ich möchte
mich mit euch unterhalten, die ihr Feueropfer seid oder wart, schlimme Erlebnisse gehabt habt mit Feuer oder durch Feuer. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und um 1 sind wir da im Radio, bei 1 live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Ciao.